Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder den Schaufelsimulator. Es ist jetzt ein halbes Jahr lang her, dass ich das letzte Mal hier drin war. Es gab einige Updates und ich will einfach mal gucken, wie sehr hat sich das Spiel verbessert. Ich bin jetzt wieder in meinem Zimmer hier. Ich habe das Spiel gar nicht mehr so schön in Erinnerung. Haben die da diese Vorhänge zum Beispiel hier alles hinzugefügt? Oder habe ich einfach nur vergessen, wie schön das war? Study Rail is watching kenne ich noch und Baggerposter hängen hier sowieso. Aber wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Dinosaurier, wow, yeah. Oh, was ist das hier oben? Oh mein Gott, es gibt eine Creator Cam. Handelsanfragen kann ich machen. Hauptmusik habe ich aus. Hui, das ist ja richtig hübsch gemacht jetzt. So, und da ist meine Mutter. Mit der rede ich noch einmal. Hey Mutter, mach mir Essen. Na los, ich will essen. Dann nicht. Oh lol, ich habe jetzt Triple Strike aktiviert. Okay, gut zu wissen. Na gut, wir gehen dann mal wieder raus, um der größte Schaufelmeister aller Zeiten zu werden. Wir haben beim letzten Mal ja diesen Bagger hier freigeschaltet. Hier, ihr erinnert euch, wir können hier einfach so bam, bam, bam die ganze Zeit machen. Ui. Und dann schaltet man halt Sachen frei. Man muss ein bisschen farben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es denn beim letzten Mal aussah. Keko Village ist jetzt zu? Okay. Ich dachte, dort wäre ich eigentlich. Aber da wäre auch eine Farm gewesen. Dino Dig Zone? Oh, ich habe gar keinen Überblick mehr. Wo ist denn diese komische Farm, die ich beim letzten Mal noch freigeschaltet habe? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in das überhaupt nicht Pokémon Center. Und Professor Holz. Hallo, Kid. Deine Mutter sagte, du wärst heute vorbei. Also, du wärst heute vorbei. Willkommen im Haustier. Hall. Oh, dieser Ort sieht fantastisch aus. Was ist... Wenn du ein Schaufelmeister sein willst, brauchst du Haustiere, um dich darum zu kümmern. Kannst ja Haustiere adopt. And if you want a specific pet, you can come and find it with the Lucky Balls. Ja, okay, danke, danke. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Das Spiel hat scheinbar vergessen, wie viel Fortschritt ich schon hatte. Weil da kamen jetzt so viele Updates raus. Und da gibt's jetzt so viele neue Sachen, wie zum Beispiel diesen komischen Poke-Index, beziehungsweise Schaufel-Index scheinbar. Okay, und die Übersetzungen. Roblox zwingt ja jedem Spiel jetzt ihre Übersetzungen auf und die funktionieren nicht so richtig. Guck mal, da hat hier jemand gerade sein erstes Pet und muss es freimachen. Und er hat dasselbe Pet gewählt wie ich. Yeah! Ich habe null Haustier-Upgrades verfügbar. Yeah. Mom's Yard. So. Ah, und für 100 Edelsteine kann ich hier einmal so ein Scroll machen und krieg dann Pets. Verstanden. Wer bist du? Hi. Ich muss die Lucky Ball Maschinen normalerweise wieder befüllen, aber ich habe eine kurze Pause gemacht. Viel Glück damit. Ja, 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 das habe ich schon verstanden. Oh, guck mal, hier ist meine Mutter drin. Mutter, komm raus! Später wieder versuchen. Okay. Mutter muss erstmal ein bisschen schlafen gehen. Ich hab's verstanden. Meine Mission ist Upgrade Schaufel 2 bis 3. Ja, Conny, da steht auf jeden Fall Schaufel. Mhm. Okay, bereit, dann machen wir das einfach mal. Das sind Rucksack-Upgrades. Wir müssen zu den Schaufel-Upgrades gehen. So. Hallo nochmal. Bereit für ein weiteres Upgrade? Klar. Ich möchte gerne meine Schaufel upgraden. Danke. So, dann gehe ich auf alles erledigt. Diese verbesserte Schaufel sieht großartig aus. Ich wette, du kannst jetzt noch schn. Ja, ich weiß. Ich liebe diese schlechten Übersetzungen. Beziehungsweise, das Spiel ist halt nicht dafür gemacht, dass es übersetzt wird. Übersetzungen sind sehr schwer. So, sammeln wir hier nochmal alles ein. Was haben wir denn hier oben alles? Da ist so ein Stern. Ach ja, meine Sammlungsdinger. Ja, und jetzt kommen diese ganzen Sachen, die ich schon beim letzten Mal alle gesammelt habe, rein. Okay. Mumu-Farm. Die Mumu-Farm, so hieß das. Obwohl, nee, für die Mumu-Farm, ich konnte da zwar schon hin, aber ich konnte da noch nicht weiter, weil mir der Farmerhut gefehlt hat. Okay. Egal, meine nächste Mission ist es erstmal, meine Schaufel zu upgraden. Ich würde sagen, ich mache mal Triple Strike rein. Bam! Yeah! Yeah! Triple Strike! Tasche ist voll. Oh, jetzt muss ich wieder verkaufen. Drrrt. Ach ja. Jetzt kann ich wieder einsammeln. Und kann dann wieder verkaufen. So, dann muss ich mein Backpack upgraden. Oh, das ist ein Riesenkristall, den muss ich mir mal holen. So. Ey, Eichhörnchen entfernen. Okay, interessanter Name, Eichhörnchen entfernen. Du hattest mal einen anderen Namen. So, wir gehen jetzt aber mal zu diesem Kristall da. Hier war nämlich auch so eine Wand, die muss man irgendwie frei bekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr wie. So, wie kriege ich den Kristall da kaputt? Ach so, der Gem-Farm. Hier farmt man einfach nur Gems, verstehe. Aber für 100 Gems kann ich ja einmal in diese Maschine gehen. Das bedeutet, ich farme jetzt einmal noch den 100. Gem. So, und dann gehe ich einfach mal zu der Lucky Ball Maschine. Meine nächste Mission ist auch, upgrade den Backpack nochmal. Mache ich vielleicht noch einmal, komm. Ich mache kurz Triple Strike rein. Bam und bam und bam, bam. Okay, Triple Strike ist abgelaufen. Oh, man kriegt so viele Sachen. Man kriegt so viele Sachen, das ist so schön. Kurz alles verkaufen. Oh, das Huhn schlagen. Komm ran. Haha, haha, du kannst nicht weglaufen, weil ich auf deinen Kopf stehe. Nicht weglaufen. Na, dann nicht. So, wir gehen jetzt einmal zu dem Ding hin. Die Maschine blinkt. Dann drücken wir auf 100 Gems und wir bekommen...
Ui, das sind schöne Reflexionen da drauf. Und Mitzi! Dick Faster, Rank 1. Turbo-Grabungsgeschwindigkeit für kurze Zeit. Yeah, wow. Machen wir. So, wie kann ich jetzt Pets ausrüsten? Indem ich hier rauf gehe? Dieses Haus hier ver... Man kann immer nur eins auf einmal haben. Oh, aber Run Speed? Wurststrike ist cool, aber wir probieren einfach mal Mitzi aus. So, und jetzt haben wir in unserem Schaufelindex jetzt auch schon zwei Pets drin. Von all diesen Pets hier. Und dann gibt es noch weitere Seiten. Mit richtigen Pets, die nicht einfach nur Maschinen sind. Okay, wo ist denn Mitzi? Mitzi, wo bist du? Ausrüsten. Sehr gut. Mitzi war nicht ausgerüstet. So, jetzt machen wir einfach mal und... Bin ich jetzt schneller oder laufe ich schneller? Ich weiß es gar nicht. Ich fahre auf jeden Fall ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ist wirklich nur eine schnellere Laufgeschwindigkeit. Ich habe auf jeden Fall einen großen, rostigen Nagel gerade bekommen. Jetzt holen wir uns hier nochmal ein bisschen was. Und wir farmen einfach weiter, dass wir unseren Backpack wieder upgraden können. Ich weiß gar nicht mehr, was mussten wir eigentlich erledigen, damit wir diesen Farmerhut bekommen. Ich glaube, ich gehe einfach mal gleich zu Kiko Village. Es war eigentlich die Mumu-Farm. Wo ist die Mumu-Farm? Vielleicht gibt es die Mumu-Farm gar nicht mehr. Naja, fahren wir einfach weiter. Ich will aber in die Mumu-Farm. Der SPG, The Dino Dick Zone. Die Mumu-Farm war da hinten, wo Kiko Village jetzt steht. Ich gehe da jetzt hin. Du da! Kommt bald. Zu schwach, okay. Augenblick, die Mumu-Farm ist jetzt hier, versteckt. Auf zur Mumu-Farm! Okay, so, jetzt kann ich den Farmer nochmal fragen, wie bekommt man so einen Farmerhut? Bruder, hey, hey, warte, du kannst nicht zur Mumu-Farm kommen, bis du die Schaufel 4 und den Bauernhut... Okay, Schaufel 4, verstanden, verstanden. Hui, dann machen wir das schnell. Bap, 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 please. So, jetzt erstmal wieder alles einsammeln hier. Ich muss aber sagen, das Farmen hier ist immer noch sehr satisfying. Es macht einfach Spaß, hier zu farmen. Das ist ein sehr schön umgesetztes Spiel und ich finde es sehr schade, dass das Spiel gar nicht so sehr abgeht wie andere Simulatoren. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ich meine, es hat Pets, es hat Trading, es hat ein schönes Farmsystem, es hat jetzt auch so ein Pet-Index. Ich weiß aber nicht, man braucht ja so eine Weile, bis man seine ersten Pets bekommt. Pets sind so eine Nebensache. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das Spiel nicht so sehr abgeht, weil irgendwie braucht jedes Spiel ja heutzutage Pets, damit es gut performt. So, wir verkaufen erstmal wieder ein bisschen was. So, jetzt bin ich wieder steinreich. Hol mir erstmal einen neuen Backpack, weil meine Mission sagt, ich brauche einen besseren Rucksack. Gib mir einen besseren Rucksack. Dankeschön. Das sind so viele Rucksack-Upgrades wie ich. Okay. Wenn du zum Mumu-Farms gehst, sollten sie mehr haben. Ach so, das sind alle Rucksack-Upgrades, die du bieten kannst. Ich verstehe. Oh, da ist eine Kiste. Meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste. Oh, ich glaube, das schaffe ich gar nicht, oder? Übrigens, wenn ihr mal den Schaufelsimulator spielt, Link ist natürlich in der Videobeschreibung, ihr könnt hier einfach Linksklick gedrückt halten. Ihr müsst nicht die ganze Zeit spammen. Das ist ein gutes Spiel. Ja doch, wir schaffen das, wir schaffen das. Vor allem, weil jetzt die anderen Leute mithelfen. Kriegen wir das easy hin, das Ding abzubauen. Ja, kloppt auf die Kiste ein. Schlagt sie kaputt. Macht sie fertig. Oh, meine Nachbarn lieben mich. Please, schneller. Und bam. So, jetzt erstmal hier alles wieder einsammeln. So, und dann muss ich jetzt noch meine Schaufel auf 4 machen. Dafür fahre ich einfach ein bisschen durch. Oh ja, ich merke jetzt erst. Dick Faster ist dann wirklich schneller. Aber man merkt es nicht so genau. Es sei denn, man farmt hier jetzt aktiv durch. Dann merkt man es tatsächlich. Ach ja. Man muss einfach nur Linksklick gedrückt halten und die Maus immer wieder auf ein neues Feld bewegen. Und alles andere passiert automatisch. Das ist so schön. So, ich glaube, ich habe jetzt aber auch genug. Ich sammle mal alles ein, verkaufe dann alles. So. Wieder weg, Huhn. Und natürlich die Eichel mitnehmen. So, dann verkaufen wir nochmal. Und... Please. Hat noch nicht gereicht. Okay. Dann fahren wir noch ein bisschen mehr. So, und jetzt sammeln wir hier nochmal alles ein. Und jetzt reicht es auf jeden Fall.
So, bereit? Perfekt. Dann laufen wir rüber, holen uns ein besseres Schaufel-Upgrade von dem alten Mann. Wie heißt der überhaupt? Ich hab schon wieder vergessen. Sharpie. Hallo nochmal, bereit für ein weiteres Upgrade? Ja, klar. Danke. Sieht also aus, als ob ich keine Schaufeln mehr habe. Wenn du zu Momo Farms gehst, kannst du schneller Geld verdienen und sie... Alles klar. Aber für die Momo Farms brauche ich auf jeden Fall noch so einen Farmerhut. Und wie schalte ich diesen Farmerhut frei? Ach, da ist meine Mutter. Süße. Warum Süße? Ich bin ein Junge. Siehst du das nicht, Mutti? Der Hof sieht toll aus. Ja, also du hast so gute Arbeit geleistet. Ich habe die ganze Zeit deinen Hof umgegraben. Ich weiß nicht, ob das so gute Arbeit ist. Sieht ziemlich genau gleich aus? Ja, eben. Es sieht genau gleich aus. Oh, ich kann sagen, dass es viel besser aussieht. Und du bist jetzt so viel stärker. Was ist das? Eine MK4-Schaufel? Dein Daddy ist schwanger, oder was? Was sagt sie jetzt? Ja, ich habe es verbessert. Apropos Dad. Ich wollte fragen, wo ist er eigentlich? Ach, vergiss es. Reden wir nicht darüber. Erinnerst du dich nicht an Baby? Wer ist Baby? Er ging zur Arbeit. Im Weltraum. Die Arbeit hält ihn... Mach dir darüber keine Sorgen. Du musst jetzt zu den Momo Farms gehen und immer stärker werden. Du liebst doch immer noch Kühe, oder? Okay, ich glaube, unsere Mutter will uns loswerden und sie will uns nicht darüber erzählen, dass sie unseren Vater einfach kaltblütig ermordet hat. Wir gehen einfach rüber zu den Momo Farms. Aber da brauche ich doch immer noch den Farmerhut. Und den Farmerhut habe ich doch noch nicht, oder? Ey, Bro, hey, Schaufel, Katze ohne Bauernhut. Ich habe einen Ersatz hier in den. 5000! Okay, dann gib mir einen Augenblick. Ich hole noch kurz die Kohle. Ich war der Meinung, es gab eine Mission, um den Bauernhut zu bekommen beim letzten Mal. Aber es kann natürlich sein, dass sich das alles inzwischen geändert hat. Es hat sich ja viel inzwischen geändert in dem letzten halben Jahr. Und das finde ich gut, dass das Spiel geupdatet wird. Und nicht einfach nur Content-Updates hinten rangehangen werden, die man nur im Late-Game hat, sondern dass das Spiel auch grundsätzlich geupdatet wird. Das finde ich gut. So, ich mache einfach einmal meinen Rucksack voll, weil wenn ich 30 Items im Rucksack habe und die alle verkaufe, dann habe ich die 5000 safe zusammen. Ich habe wirklich das Gefühl, unsere Mutter will uns einfach nur loswerden. So, wir haben weitergraben. Unsere Mutter hat keinen Bock mehr darauf, dass ich den Garten umgrabe und hat mich zur Farm geschickt und ich grabe jetzt weiter den Garten um. Ich glaube, ich bin ein anstrengendes Kind. Was es ja auch alles unter der Erde zu finden gibt, ist ja nicht zu fassen. Also verkaufen wir nochmal alles. Oh, ich habe nur billige Items gesehen. Gesammelt. Seht ihr das? Alles bringt mir nur 100. Das ist ja richtig schlecht. Da muss ich nochmal bessere Items ausbuddeln. Ich glaube, dafür muss ich unter die größeren Dinger hier, unter das Gras und so gucken. So, hier ist bestimmt was Gutes drunter. Ja. Naja, viel. Nicht gut, aber viel. So, sammeln wir hier nochmal alles ein. Und jetzt kriegen wir die 5000 zusammen. Please? Ja, Mann. So, und dann auf zu den Mumu Farms. Mumu. Kann ich das Ding hier kaputt hauen? Nee. Doch, kann ich. Kaputt hauen. Ja, Mann. Mach's kaputt. Ah. Wir alle lieben Vandalismus. So. Ey, Bruder. Bruder. Gib mir den Hut. Danke. Okay. So, jetzt habe ich einen coolen Hut. Sieht auch stylisch aus. Yeah. Und mit dem Hut darf ich auf den Mumu Farm. Wenn ich hier verkaufe, kriege ich dann Bonus. 200. Na, ich weiß nicht, ob das ein Bonus ist. Wir graben hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen und kriegen hier Steine. Oh mein Gott, es gibt Steine. Bei Mutter im Garten gab es noch nie Steine. Oh mein Gott. Wo grabe ich hier eigentlich? Ist hier einfach nur Kuhmist auf dem Boden oder was genau versuche ich hier zu graben? Trockenes Gras, okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir das alles bringen wird. Warte mal, habe ich nicht. Ich habe mir das gerade eingebildet. Aber Schaufel 5 kostet mich dann schon 11.000 und Backpack 5 kostet mich 6.000. Ich würde ja eher erstmal auf Schaufel 5 farmen, damit ich hier schneller abbauen kann. Weil aktuell dauert es ja noch ziemlich lange, hier alles umzugraben. Die MK4-Schaufel, die ich habe, die ist scheinbar doch gar nicht mal so geil. So, hier erstmal alles einsammeln. So viel gibt es leider gar nicht. Aber hier unten, da ist doch was. Da ist doch was. Was hauen wir uns kaputt hier? Bam! Aha! Und in der Kiste befinden sich Gems. Ui, und Cash. Okay. Dann muss ich vielleicht weiter nach solchen Kisten suchen. Freies Wasser. Oh ja, Wasser. Kann ich das kaputt hauen? Achso, hiermit kann ich gießen. Oh mein Gott. Ich kann die Felder gießen. Ich bin so ein Ehrenmann. Guckt euch das an. Oh, ist das satisfying. Dass die auch andere Spielmechaniken einbauen, jetzt die gegossenen Felder erstmal wieder umgraben. Ich wette, es gibt dann vielleicht auch so eine Mission, dass man so Felder gießen muss. Das ist doch cool, dass sie solche Spielmechaniken einbauen. Das war eben so schön. Oh ja, jetzt wachsen hier Sachen. Auf den Feldern. Oh mein Gott. Und wenn ich die abbaue, dann kriege ich bessere Sachen daraus. Dann kommen jetzt Kürbisse. Und Rettich. Oh mein Gott. Leute, wenn ihr auf der Momo Farm unterwegs seid, denkt immer daran. Oh, Melonen gibt es ja auch noch. Immer schön in die Felder gießen. Das lohnt sich. Tasche voll. Na gut, dann verkaufe ich mal noch schnell hier. Yeah.
Oh, die lohnen sich ja richtig. Der Kürbis hat mir gerade 2700 gebracht. So, Aubergine und Zwiebel, was bringen die mir? Die bringen wir dann 900. Alles klar. Gut, wo kriege ich mein Schaufel-Upgrade? Ich spreche mal mit dem Typen da. Ey, Typ da. Howdy! Gefällt dir mein Hu? Howdy! Auch für... Achso, ich habe Howdy gesagt. Howdy auch für dich. Ich mag deinen Hut. Es sieht genauso aus wie der, den ich Bren letzte Woche gegeben habe. Ich muss mit dir... Das ist also mein Land. In letzter Zeit war es sehr trocken. Also nicht viel zum Wachsen, aber die Kühe... Ich bin auf der Suche nach einem Schaufelmeister. Fahnder finden, irgendwas drauf. Und rundherum kannst du die frechen Kühe beruhigen. Ja, verstanden. Richtig, bewässere die Ernten, klopfe auf die Kühe. Klopfe auf die Kühe? Ich schlag die Kühe zu Brei. Bam, bam, bam. Los, Kuh. Zurück in den Stall. Vielen Dank. Das bringt mir was? Was genau bringt mir das? Oh mein Gott, ich krieg dafür Items. Wenn ich die Kühe in den Stall schlage, okay. Auch gut. Aber wo kann ich mir Schaufel-Upgrades kaufen? Hier komme ich nicht rein, okay. So, ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was gießen hier. So, das Feld wird gegossen. Okay. Dann spreche ich einmal mit der Vogelscheuche hier. Möchtest du einen Witz wissen? Hallo? Klar, was ist dein? Okay. Warum hat die Vogelscheuche einen Brei? Weil er auf seinem Feld überragend war. Verstehst? Es ist so schlimm, dass die Texte alle einfach abgefressen sind. Man weiß einfach gar nicht, was er erzählt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Witz, auch wenn er vollständig wäre, schlecht gewesen wäre. Ach ja. Ich merke gerade, meine Tasche ist voll. Ich muss erstmal verkaufen. Seit wann ist meine Tasche so voll? Oh, ich hatte einfach ein sehr großes Item dabei. Ich verstehe. Okay, die großen Items nehmen auch mehr Platz ein. Ist aber auch gut so. So, dann auch die Radieschen hier. Oh ja, die nehmen neuen Platz ein. Ich brauche sowas von größeren Rucksack. Aber ich brauche auch eine bessere Schaufel. Oh, Donut. Ein Donut auf dem Feld. Yeah. So, sammeln wir ein. Ich meine, verkaufen wir wieder. So, aber wo kann ich mir eine bessere Schaufel kaufen? Habt ihr eine Ahnung? Guck mal, wie lange ich brauche, um das Ding hier abzubauen. Ich brauche sowas von eine bessere Schaufel. Ohne Melone. So, die Melone wird erstmal eingesammelt. Die hat 27 Platz eingenommen. Okay, und die bringt mir dann auch 2700 Cash Money. Alles klar. Wo kann ich eine bessere Schaufel kaufen? Da gibt es halt Rucksack-Upgrades. Schaufel-Upgrades fallen in die Richtung. Okay, hier drin. Schaufel-Upgrades sind hier drin. Yeah. Gib mir eine bessere Schaufel, Roberto. Ja, Mann. Oh, jetzt habe ich eine Forke bekommen. Nice. Und 16.000 kostet mich die nächste. Dann hole ich mir die gleich noch, weil ich so viel schon gefarmt habe. So. Jetzt habe ich die Farmrüste RV3. Okay, und mit der werde ich jetzt alles vernichten. Das wird mein Tag. Oh, das Feld ist nicht mehr bewässert. Dann muss ich es nochmal bewässern, Leute. So, alles bewässert. Ich grabe jetzt hier erstmal die unbewässerten Sachen aus. Ja, bis der Rest vollgewachsen ist. Keiner will dieses trockene Farmland. Ist das nicht eine coole Spielmechanik, dass man die Felder, bevor man sie abfarmt, erstmal vorbereiten muss? Es macht doch so viel Sinn. So, Dick Faster Rank 1 machen wir jetzt. Oh ja, es geht sehr viel schneller. Oh yeah. Jetzt werde ich so reich, Leute. Ich werde so reich. Ach ja. So genießt man's Leben. Und was habt ihr heute so alles Schönes gemacht? So, ich habe jetzt schon so viel Zeug ausgegraben. Wenn ich das alles verkaufe, bin ich wieder steinreich. Alleine der große Kürbis. Ui, Tasche sofort voll. Ich wünschte, ich könnte schneller laufen. Ich glaube, wenn es hier so ein Auto-Verkaufen-Game-Pass gibt, dann hole ich mir den. Okay, ich habe was eingesammelt. Die Vogelscheufe sagt... Tut mir leid, dich zu stören. Schau, hier unten wackelt etwas. Ist wirklich unangenehm. Könntest du mir helfen? Nee, ich farm jetzt erstmal. Halt's Maul. Was willst du denn von mir? Nur weil dein Maulwurf ist? Peinlich. Erstmal den Rettich hier verkaufen. Der gute Rettich. So, liegt da noch was auf dem Feld? Ja, noch der Rettich hier. Zwiebel, so. Ein bisschen noch farmen. Oh, da kommt nichts mehr raus. Ja, da kommt wieder was raus. Ohne Chili-Schote. Zwei Chili-Schoten. Drei Chili-Schoten. Chili, Chili, Chili. Okay. Und. So, dann holen wir uns mal ein Rucksack-Upgrade. Weil mein Rucksack ist wirklich sehr schnell voll. Und das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. So, kaufen wir uns erstmal den Rucksack. Jo. Und dann. Oh, den nächsten Rucksack fehlt mir 400 Cash-Money. Hätte ich mal zwei weitere Chili-Schoten verkauft. Naja. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Geh mal weg da, Kuh. Geh da weg. So. Entschuldigen Sie, Sir. Sie da unten. Kommen Sie raus. Oder soll ich reinkommen? Oh, es ist ein Alter. Es gehört nicht mehr. Ich habe nicht mal Füße. Da steckt etwas fest. Ich wette, das Haustierzentrum kann dir helfen. Jetzt finde ich einen alten, stinkenden Schuh und muss das mal wieder ins Haustierzentrum bringen. Oh, der hat Augen. Ja gut, komm, dann gehen wir ins Haustierzentrum mit dem Schuh. Ach ja, kennt ihr das? Ihr seid einfach auf irgendeiner Farm, grabt am Boden neben einer Vogelscheuche herum, findet einen alten, stinkenden Schuh und bringt den erstmal
zu einem Haustierzentrum. Naja, dort werden wir den Schuh dann einmal waschen. So, gehen wir rein. So, dann zu der Duschen hier. Kommst du rein? So, wir duschen dich sauber. Noch ein schmutziges Haustier. Was haben wir? So, natürlich, großer roter Traktor. Wassermelonen-LKW oder Wassermelonen-LKW. Warte, zusätzliche Tropfen 1. Additional Drip? Ich brauche Additional Drip. Man braucht immer Additional Drip. Aber der hier ist One Star Rare. Lauf, als hättest du etwas gestohlen. Boost your Backpack Size for a while. Nee, dann nehme ich den Sprint, hier den rosenroten Traktor. So, ich habe noch ein weiteres Dirty Pad. Okay, das nächste wird gewaschen. Und dann kriege ich ein One Star Epic. Ja klar, dann nehme ich mir den Harvester. Als ob da zwei Pets drin waren. Warte, ist das real? Ich habe zwei Pets bekommen. Pedro! Mein Guter! Oh mein Gott, ich habe einen Pedro. Als ob in dem Schuh waren einfach zwei Farmmaschinen. Langsam glaube ich, mein Schwein pfeift hier. Okay, wir gehen zurück zur Farm. Bin ich hier jetzt durch? Ja, ich kann jetzt durch. Dann farmen, dann bewässern wir noch einmal hier die Felder. So, alle schön bewässern. Außer die da hinten. Und ich habe jetzt 62 Rucksackplatz, weil ich einfach nur Pedro dabei habe. 62 Platz im Rucksack. Geh da weg, Kuh. So, wir machen jetzt Deck faster und bam. Jetzt farmen wir ja alles weg. Eine Banane natürlich, eine Melone. Was hier nicht alles angefarmt wird auf diesem einen Feld. Hier gibt's alles. Die Mumu-Farm ist die großartigste Farm überhaupt. Man kloppt ein bisschen auf den Boden und das ungefähr 20 Sekunden, nachdem man ihn bewässert hat. Da kommen alle Früchte und Gemüsesorten, die man sich vorstellen kann, einfach so raus. So, weiter graben. Als gäbe es keinen Morgen. Weil einsammeln kann ich noch später. Ich will erstmal jetzt die Zeit nutzen, solange die Felder bewässert sind und gute Ernte abgeben. Und einsammeln kann ich danach, wenn die wieder austrocknen hier. Ja, und ich glaube, langsam trocknen die aus, oder? Ja, bis jetzt sind das nur Felder, die zurückkommen. So. Oh, ich sehe gerade, ich habe 187 Gems. Das muss ich beibehalten, aber ich sammle gleich wieder Gems ein. Nein. Verschwinden da gerade Sachen? Okay, dann muss ich doch einsammeln. Einen Augenblick. Ich muss kurz verkaufen. Oh mein Gott, schaut euch das Ding da an. Das muss ich haben. Ich brauche die Riesenaubergine. Gib mir die Riesenaubergine. Nein! Sie ist weg. Ich wusste nicht, dass ich nicht so lange warten darf. Ah, die hätte mir bestimmt ein Vermögen gebracht. Ah, mein armes Herz, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch verkraften kann. Nein, nein, geht nicht weg. Oh ja, immerhin habe ich noch den Kürbis bekommen. Gib mir dieses Feld. Geh weg, Kuh. Geh weg, Kuh. Oh, da waren nur Gems drin. Wer will schon Gems haben? Und das Feld trocknet aus. Das war's. Meine Ernte ist ruiniert. Mein Leben ist ruiniert. Leute, ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Das war's erstmal von Farmer Conny. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!